Heike arbeitet heute mal von zu Hause. Stängelforscherin. Gartenfähigkeitenbuch lesen. Ja, klar. Hat sie das denn? Ach, und guck mal, wir können hier doch gerade auch mal. Was? Klicke, um Stapel zu öffnen. Können wir das? So. Das kommt jetzt alles mal in den Kühlschrank. Hier auch mal den Apfel und die Zitrone. Katja, leider, Schule. Ja, lass stehen. Lass stehen. Schule. Und Frau Pepe hat ein anderes Problem, denn die muss aufs Klo. Und nachdem wir irgendwie das Gartenbuch gelesen haben, kann eigentlich, das würde ich heute gerne machen, nachdem wir erstmal Aaron. Ach, egal. Ja, es ist halt Aaron Tyson. Würde ich Frau Pepe heute liebend gerne mal ins Fitnesscenter schicken. Nachdem wir vielleicht dann hier noch ein paar Reste gegessen haben. Denn da war Frau Pieper lange nicht mehr. Und sie ist energiegeladen. Joggen gehen könnten wir auch machen. Eine Bienenkiste kaufen. Was ist denn eine Bienenkiste? Schauen wir auch mal nachher. Monty hat bestimmt schon wieder Hunger. Nee, aber muss aufs Klo wie ein alter Knecht. Sonst holt ihn noch jemand ab. Die Töpfchenpolizei. Und dann ist auch bald schon Wochenende. Ich freue mich. Schon wieder dieser Postbote. Und der einfach abenteuerlustige Kinder anspricht. Apropos Kind, bevor es hier noch einen Unfall gibt, bevor hier noch Kinderschokolade im Bett landet, da lieber mal aufs Klo. Tobsuchtsanfall bekommen, weil wütend ist. Los, Monty, lauf zum Töpfchen und töpfe dort ab. Mach den Töpferkurs. So. Frau Peber lässt es sich noch ein bisschen schmecken. Und dann können wir mal reisen, allein. Und zwar reisen wir mal ins Fitnesscenter. Fit wie ein Turnschuh, los geht's. Lalala. Tra. Lalila. Juhu! Und hier können wir mal Kraft, Ausdauer, mal ein bisschen Ausdauer. Komm. Training. Was ist denn der Unterschied zwischen Training und Ausdauerlauf? Für Sims, die länger trainieren möchten. So. Wer ist er denn? Was wäre er? Paolo Rocca. Nö, lass den mal Paolo sein. Und hier ist Clara Bjergsen, eine alte Bekannte. Ach, und sie läuft hier doch auch immer rum, oder nicht?
Eliza Pancakes. Und hier haben wir noch Geoffrey Landgrab. Naja, die kennen wir alle. Und hier fährt ein fesches Auto vorbei. Und ja, da müssten wir bald mal eine neue. Ich weiß, was Robiba alles kann, ist erstaunlich. Gleich mal Level 4 erreichen, so wie es aussieht. Nee, quatschen wollen wir nicht. Nein heißt nein. Oh, guck mal, oh, die Dowager. Alter, jetzt sieht, jetzt, wenn man, wo wir einmal Downton gesehen haben, läuft hier auch nur noch Downton. Kanal schauen, komm, mach hier mal den Spottkanal. Ja, und das war's von der Rallye Monte Cristo. Hier nochmal der Anschlusstreffer von Enrico Morricone. Und ja, hier jetzt nochmal beim 33er Millimeter Eiskunstlauf, Dünnbrett bohren. Und hier ist die Jury, die sagt irgendetwas ganz klar Sexistisches, aber deshalb schalten wir jetzt schon um zum Basketball, wo auch wieder irgendwelche Deppen was geleistet oder nicht geleistet haben. Das ist doch wohl ein Witz. Und hier, ja, jetzt hier von ihr hat man viel gelesen, aber das war's auch schon. Denn ja, das ist auch sehr spannend gewesen. Lieber zum Tischtennis, eine Sportart, die auch niemanden interessiert, außer wenn Olympische Spiele sind. Und ja, hast du das gesehen, wie er den Ball schlägt? Ja, dankeschön. Und deshalb sind wir jetzt hier wieder bei einem Trailer für Sims 3 Jahreszeiten, einem Spiel, das es so nicht mehr gibt. Und das war's auch schon. Ach, guck dir ihn mal an. Hat ein cooles Halstuch und coole Tattoos, aber gebacken kriegt er nix. Ich darf den beleidigen, weil ich kein Halstuch und Tattoos habe und auch nicht sportlich bin. So. Ach, guck mal, Frau Pepe hat Spaß. Ja, das passiert. Was ist oben denn? Ist das Max? Also, ich will nicht, und, nee, das ist Eliza Pancakes. Okay. Wenn's Max wäre, hätte ich mich geschämt. Ist sie schon fertig? Gutes Training. Ein gutes Training hebt die Stimmung. Bis an die Grenzen. Schade. Trainieren bis an die Grenzen. Ach, Mist. Das war's leider schon. Bella Grusel. Können wir vielleicht noch joggen? Irgendwie joggen gehen? Komm, dann gehen wir noch eine Runde joggen. Bis an die Grenzen. Kommen sie. Katja, was ist denn los? Ja, Mensch, geh doch in die... Geh doch aufs Klo. Herr Lehrer, kann ich aufs Klo? Ob du das kannst, weiß ich nicht. Nöff, 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 nöff. Ich bin zu cool, um hier nachgemacht zu werden. Hallo, Frau Brodonski. Ich sehe Sie doch da hinten. Na, wie geht's Ihnen denn heute? Ach, kann ich klagen. Ach, guck mal, wie schön das hier ist. Hier ist man nie. Guck mal, was hier für nette Tische stehen. Toll. Und wo ist Frau Pieper? Die joggt hier noch fröhlich hin und her. So wie, als hätte sie noch nichts anderes gemacht. Kann ich hier schwimmen? Angeln. Naja. Gut. Wir könnten dann mal zurückreisen zu den Peepers. Frau Pieper kann da noch ein bisschen bleiben. Aber ja, bei den Peepers-Leuten können wir gucken, wie es denen so geht. Ich möchte keinen kostenlosen Ball. Wer denkt sich denn diese komischen Texte aus?
Lalala. Lala. So. Oh, und der Monty, oh, der kommt ganz nach seiner Schwester. Der tanzt schon wieder. Ach, wie schön. Herr Pepper möchte mit jemandem plaudern. Kann er das mit seinem Sohn machen? Nach Tag fragen. Geschichte erzählen. Und noch ein bisschen knuddeln. Alright, alright, alright. Ja, dann muss Frau Pieper mal noch das Gartenbuch lesen. Haben wir denn das? Traurig, Tanzmuffel. Oh, ja, okay, dann brauchst du doch nicht mehr tanzen. Ja, dann kommen Sie doch mal wieder her, Frau Pieper. Haben wir denn ein Buch über Gartenfähigkeiten? Was ist das? Logikband 1 anscheinend nicht. Welches Level hat Frau Pieper? Gartenarbeit 6. Dann, oder geht hier Bücher kaufen? Bücher kaufen. Gartenarbeit, Gartenarbeit. F, Geige. Wo ist denn Gartenarbeit? Logik, malen, mixen. Schreiben? Videospiele? Hä? Fähigkeiten. Angeln, Backen, Blumenbinden, Charisma, Comedy, Fitness, Geige, Geschicklichkeit, Gitarre, Gourmet, Gärtnern. Ah. Ist das schon zu schwer? Eins im Besitz, okay, haben wir schon. Wo ist denn das? Ach, hier. Gärtnerband 2, Logik. Pudding, Bauer, Rex, Gleichheit, Kochen. Baby Bill, Prinzessin, Problemschule, Charisma. Oder ist das hier hinten drin? Gärtnerband 2. Ach, das ist, glaube ich, alles das Gleiche. Kochenband 1. Das erste Einhorn. Logik, Leben. Charlotte und ein Schwein. Gärtnerband 3. Lesen. Gut. Katja ist, glaube ich, wieder da. Gleich auch wieder da. Hatte ich nicht was vor mit der? Hm. Dann könnten wir hier vielleicht einmal noch. Don't be swab. That's an awesome name. Ah, okay, das reicht schon. Lalala, Herr Pieper, geht es gut? Und Katja hat keine Probleme in Mathematik. Natürlich nicht. Aber kein Spaß, denn Schule macht einfach keinen Spaß und möchte gerne sich vor dem Spiegel beruhigen. Komm, da kriegt Katja auch mal ihren eigenen Spiegel, oder? Sie hat doch keinen, oder?
Spiegel hat sie nicht. Pass mal auf. Wer so gut ist in der Schule, der verdient es auch, einen Spiegel zu besitzen. Und zwar nehmen wir den hier. Sich zu beruhigen zu versuchen. Also, nee. Das hier wollte ich machen. Ich denke, Computerspielen bringt eher was, aber noch sei es drum. So, dann gibt es mal noch hier ein paar bisschen Apfelmus für den Monty. Indes kann Herr Pepper hier mal aufwischen. Und duschen braucht sie eigentlich noch nicht. Dann hier lieber ein bisschen Blickblock. Kann man dann auch mal ein bisschen schulen. So, oh, der isst hier noch gerade was. Und dann kann Frau Pieper ihn vielleicht auch gleich mal rauslassen. Und zwar jetzt, genau, rauslassen. Ach, was ein gutes Teamwork bei den Peepers. Und ich gucke so gerne nach Leuten. Ach, guck mal, die Fitnessfrau. Nee, doch nicht. Das war noch eine andere. So, jetzt geht Monty schnell mal noch aufs Klo. Outfitplan, nee, nee. Aufs Töpfchen und dann schlafen. Und Frau Pieper kann hier endlich mal die Überwucherung trimmen. Und Herr Pieper, ja, ich würde ihn gerne einen Job schicken, aber es bringt ja nichts. Freelance, Sicherheitssysteme untersuchen, keine Ahnung. Achso, und Katja, spielen bitte. Milsey? A Croods in Arb. So, endlich mal wieder etwas Ordnung. Oh. So kann es ja nun nicht weitergehen. Hallo, ich bin's und schneide hier. Wir. Nein. Nein, heute mal nur wirklich nicht Nachhilfe, Pedda. Du kannst doch jetzt nicht echt jeden Tag hier vorbeikommen. So. Das Buch können wir wieder ins Regal stellen. Okay. Ich glaube, gleich ist schon wieder Zeit für ein Aufnahmepäuschen. Und ich würde sagen, ich habe ja, wie gesagt, immer noch so ein paar Pläne. Also mit Katja würde ich gerne ein bisschen die Freundschaft ausbauen zu Sayako. Und dann würde ich gerne mal mit der Zeit, vorausgesetzt, hier hingehen? Nee. Vorausgesetzt, irgendwie, wir verdienen bald nochmal ein bisschen Geld. Vielleicht auch, vielleicht durch Herr Pieper nochmal irgendwie. Vielleicht sollten wir auch einfach nochmal einen kleinen Job probieren. Vielleicht funktioniert das dann besser. Aber nee, anscheinend nicht. Pass mal auf, wir versuchen noch mal einen kleinen Job. Und machen jetzt hier noch mal Freelance nach Aufträgen suchen. Und machen jetzt mal was ganz, ganz Kleines. Hier sowas. Und machen hier dann einfach einmal Freelance mit Kundenchatten und so kleines Zeug halt hier. So, Frau Pieper ist angespannt. Was zum was? Allein die Wörter ergeben keinen Sinn.
diesem Buch befinden sich jenseits meines Fähigkeiten. Da wird's ja, sagen Sie doch einen Ton. Dann lieber jetzt mal einen Spaziergang machen. So, Katja hat wieder Spaß, kann dann noch sich Reste nehmen und dann noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Was war hier? Ach, ein Welt platzieren. Okay, oh, hier ist sogar noch Medizin, falls der Pieper nochmal krank wird. Kommt der hier irgendwie weiter? Okay, das lassen wir ihn gerade mal noch machen. Da ist er jetzt gerade fertig. Sehr schön. Und den Rest machen wir dann, glaube ich, mal in der nächsten Aufnahme. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Und wir können ja vielleicht schließen mal mit Frau Pieper, die hier in den Sonnenuntergang reitet, also geht, spazieren geht. Und dann... ich bin ein bisschen angespannt. Ja, sie geht hier in den Sonnenuntergang rein. Und an dieser Stelle sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's bis dahin gut. Ich bin raus, euer Flo. Tschüss.